Das ist jetzt, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie das mir alles erzählen. Und zwar, also wir drei, wir haben es zusammengebracht zu einer Plattform, die heißt Voyager 3. Nevin, der ganz rechts steht, der ist Physiker, Doris in der Mitte, die ist Künstlerin und Designerin in Berlin. Und das bin ich bin Bildhauerin. Das nächste. Voyager 3 kommt von den Sonden Voyager 1 und 2, also nicht von den Star Trek-Geschichten, sondern von diesen Sonden. Und wir fanden halt diese Idee wirklich sehr inspirierend, dass diese Sonden 1977 wurde die ja losgeschickt. Und Voyager 1 hat jetzt sozusagen diese Etappe, also sie kommt keinen direkten Sonnenwind mehr, sondern drückt jetzt langsam irgendwie rein in die Heliopause. Und also, die Sonne beschreitet oder betritt jetzt ein Gebiet, das absolut also neu ist. Genau, und Doris und ich, wir haben, also wir drei, wir hatten als unseren ersten Start in der Etappe uns den Event Lift-Off ausgedacht. Und zwar geht es darum, dass zwei Wetterballone bestückt werden mit Kunstwerken und dass diese Wetterballone dann in Berlin gestartet werden, in die Stratosphäre irgendwie eintauchen. Und das Bild zeigt sozusagen irgendwie unseren ersten Versuch, in der TU in Berlin die Ballone aufzupumpen, die Kunstwerke dran zu hängen, dass das irgendwie alles funktioniert. Das bin ich sozusagen, ich den Ballon wieder sozusagen die Luft wieder rausdrücken muss. Weiter. Das ist Nevin, also das ist am 19. Dezember 2010 in Berlin, im Görlitzer Park. Da haben wir sozusagen unseren Event gestartet. Wir gucken gerade die Wetterballone aus. Und zwar, diese Wetterballone sind am Anfang, haben die Durchmesser von 1,50 Meter, werden mit Helium gefüllt. Fliegen ungefähr 25 Meter hoch und Kilometer, 25 Kilometer. Und zerplatzen dann und die Kunstwerke segeln dann einen kleinen Fallschirm wieder zurück zur Erdoberfläche und werden dann hoffentlich gefunden. Das war unser Plan. Wir drei pumpen halt die Ballone auf und ich bin gerade dabei, mit diesem Fallschirm, der jetzt irgendwie über den Ballon kommt, irgendwie richtig zu befestigen. Der Martin Zuber hier, der ist Luft- und Raumfahrtingenieur aus der TU Berlin, der hat mir geholfen, so die ganzen Instrumente und das Heliumgas in Brüssel zu bekommen. Weiter. Ja, das ist nochmal so die ganze Szenerie. Also das war wirklich ein Park, Kinder sind da Schlitten gefahren. Das war wirklich ganz lustig. Nächste. Genau, das sind wir ja immer noch. Wir vier waren sozusagen dabei, da unten sind noch die Heliumflasche. Spannend. Ja, ich musste dann irgendwie den Fallschirm dann irgendwie noch festmachen. Es war wirklich total kalt und es war wirklich anstrengend, das zu machen. Weiter. Das ist das Kunstwerk von Doris Hansen. Also die hat so Gary heißt. Das ist ein kleiner Kosmonaut, der in seiner Kapsel drin sitzt. Das war zu einem Ehrenbahnfest. Weiter. Und ich hatte, das sieht man jetzt schlecht, also es sitzt so ein kleiner Hase drin, der ist ein weißer Hase, habe ich den genannt. Der sitzt da drin und der ist halt rot umgeleuchtet. Also wir hatten, Doris hatte grünes Licht, ich hatte rotes Licht. Weiter. Dann sieht man, wir hatten also wunderbares Winterwetter. Wir hatten unheimlich viel Erfolg bei allen, die irgendwie dort waren. Und im 17. also am 19. Dezember, haben wir dann die beiden Wetterballone losgeschickt in die Stratosphäre. Also der grüne ist der von Doris und der rote ist mein Sportband. Jo, weiter. Das sind wir, wie wir gucken und das. Ja, so einen glücklichen Start irgendwie nachverfolgen. Und sagenhaft, also wir hatten wirklich, also wir haben die losgeschickt und wir dachten, okay, mal gucken, was jetzt passiert.
Und nach 2 Stunden habe ich dann wirklich eine Mail bekommen. Und zwar wurde mein Portbuddy in Polen, 180 Kilometer, also genau östlich von Berlin, in einem Ort, der Witschott heißt, gefunden. Und zwar kam der, da sieht man irgendwie noch den Fallschirm, das mit den Ballonen, die kamen dann wirklich runter und wurden dann irgendwie gefunden. Alter, das ist jetzt der Hase. Der von den polnischen Jungs gefunden worden. Die hatten den gleich dann fotografiert und den, wir hatten eine Botschaft noch reingelegt in die Kapsel, auf Englisch und auf Polnisch glücklicherweise. Und die Polen fanden es halt ganz toll, dass sie direkt angesprochen worden sind. Und hier liegt der Ort, wo es gefunden worden ist. Ja, 80 Kilometer. Also hier oben ist Stettin dann. Ja, genau. Und da ist genau da in diesem kleinen Ort jetzt dann gefunden. Also bei Posen, ne? Ich weiß nicht, ob Posen was sagt. Ja. Hier ist Posen. Also 180 Kilometer östlich von der Wurzel gefunden. Das ist der Gary, der wurde dann 3 Monate später, also wir hatten wirklich schon die Hoffnung, die aufgegeben, der hat irgendwie auf dem polnischen Acker anscheinend überwintert. Also 3 Monate später, also am 30. März 2011 wurde er dann gefunden und wir hatten dann irgendwie dieses Bild bekommen. Der arme Gary hat leider seinen Arm verloren und seine Überdachung und aber er lebt. Und zwar eigentlich gar nicht so weit weg. Und zwar in diesem Ort, Duschniki. Duschniki, also das ist hier zu der Posen, ne? Witschow. Witschow und hier, genau. Genau. Und das sind eigentlich fast nur 20 Kilometer. Also, also der Ort ist 180 und ich denke mal, der ist so 200 östlich von Berlin. Also, wir hatten einen glücklichen Start. Und es wurde wirklich gefunden und wir sind irgendwie total froh, dass das irgendwie so gut geklappt hat. Jo, das ist sozusagen, das haben die Jungs mir irgendwie auch noch geschickt. Wie der Partner in der Mitte von mir sitzt. Und wir wollen jetzt am 17. Juni einen neuen Event irgendwie starten, zum Festival 40 Stunden Neukölln. Ja, schreiben wir wieder 2 Literatur, wieder mit Kurzwerken bestückt. Und diesmal wollen wir das nochmal mit GPS irgendwie ausstatten, dass wir den Flug also komplett nachverfolgen können und dann konkret irgendwie aufpacken. Jo. Da dachte ich gerne, statt Flaschenpost.